Hallo, schön, dass Sie hier sind. In diesem Video befassen wir uns mit den Wasserstoff- und Halogenverbindungen des Siliziums. Sie lernen deren Eigenschaften und typische Reaktionen kennen und können anschließend wichtige Verwendungsmöglichkeiten, wie beispielsweise bei der Herstellung von Silikonen, beschreiben. Die Wasserstoffverbindungen des Siliziums werden allgemein auch als Silane bezeichnet. Grundsätzlich haben sie analog zu den entsprechenden Kohlenstoffverbindungen eine allgemeine Zusammensetzung der Form SiN H2N plus M. Klein m kann hierbei die Werte 2, 0, minus 2 und so weiter annehmen. Entsprechend der Zusammensetzung der Alkane, Alkene und mehrfach ungesättigter bzw. zyklischer Kohlenwasserstoffe. Da die Silane allerdings deutlich weniger stabil sind als die entsprechenden Kohlenwasserstoffverbindungen, sind bisher nur vergleichsweise wenige Verbindungen dieser Gruppen isoliert worden. Darstellen lassen sie sich technisch durch die Hydrolyse entsprechender Salze der Silizide, wie hier am Beispiel des Dimagnesiumsilizids gezeigt. Unter Luft- und Wasserausschluss, zum Beispiel in flüssigem Ammoniak, können hierbei Säuren, wie zum Beispiel die halogenen Wasserstoffe, hier allgemein mit HA gekennzeichnet, eingesetzt werden. Eine alternative Darstellungsmöglichkeit der Silane ist die Dismutation gemischter Silizium-Wasserstoff-Chlorverbindungen, die Chlorsilane. Am Beispiel des Dichlorsilans ist hier gezeigt, wie sich auf diese Weise reine Silane sowie perchlorierte Silane erhalten lassen. Das SiH2CO2 selbst ist, wie an anderer Stelle besprochen, beispielsweise durch die Reaktion von Silizium mit Chlorwasserstoff zugänglich. Eine dritte Darstellungsmöglichkeit der Silane ist die Reduktion entsprechender Siliziumhalogenide mit Hydriden. Dies ist hier am Beispiel des Disiliziumhexachlorids formuliert, welches mit Lithium-Aluminiumhydrid das Disilan Si2H6 bildet. Als Nebenprodukt entsteht dabei Lithium-Aluminiumchlorid. Sehen wir uns die Eigenschaften der Silane am Beispiel des Monosilans etwas genauer an. Das Monosilan ist mit einem Siedepunkt von minus 112 Grad Celsius bei Raumtemperatur gasförmig. Unter Ausschluss von Sauerstoff und Feuchtigkeit ist es stabil. In Kombination mit der Luft neigt es allerdings zur Selbstentzündung. Bei der explosionsartig verlaufenden Verbrennung entstehen das Siliziumdioxid, das schon an anderer Stelle vorgestellt wurde, sowie Wasser. Silane sind zudem, anders als die entsprechenden Kohlenwasserstoffe, sehr hydrolyseempfindlich. Die basenkatalysierte Reaktion ist hier wiederum am Beispiel des Monosilans formuliert. Als Produkte bilden sich die Ortho-Kieselsäure, H4SiO4, sowie elementarer Wasserstoff. Anders als in den Kohlenwasserstoffen ist das Silizium mit einer Elektronegativität nach Pauling von 1,9 in den Silanen positiv polarisiert. Es kann somit nukleophil vom Sauerstoff der Wassermoleküle bzw. den Hydroxidionen angegriffen werden. Die somit negativ polarisierten Wasserstoffatome der Silane formell in der Oxidationsstufe minus 1 bilden mit den positiv polarisierten Wasserstoffatomen des Wassers mit der Oxidationsstufe plus 1 als Produkt Wasserstoff H2, der als Element die Oxidationsstufe 0 aufweist. Diese Reaktion hat daher bezüglich des Wasserstoffs den Charakter einer Komproportionierung. Aus einer anderen Perspektive handelt es sich aber ebenfalls um eine klassische Säure-Base-Reaktion, in welcher das Wasser als Brønstedt-Säure und der hydridische Wasserstoff des Silans als Base wirkt. Wenden wir uns nun den Silizium-Halogen-Verbindungen zu. Diese sind allgemein durch die Reaktion von elementarem Silizium mit Halogenwasserstoffen zugänglich, wie hier am Beispiel des Silizium-Tetrachlorids formuliert. Abhängig von der Reaktionsführung entstehen dabei, wie zuvor schon erwähnt, auch unvollständig chlorierte Silane, hier das Trichlorsilan. In allen Fällen entsteht elementarer Wasserstoff als das zweite Reaktionsprodukt. Das Siliziumtetrachlorid ist eine farblose, an der Luft rauchende Flüssigkeit mit einer stark polaren SiCl-Bindung. Die Elektronegativitätsdifferenz nach Pauling zwischen Silizium und Chlor beträgt etwa 1,2. Die Chlorsilane sind daher allgemein sehr leicht hydrolysierbar, wie hier wiederum am Beispiel des Siliziumtetrachlorids formuliert. Es bilden sich Kieselsäure und Chlorwasserstoff.
Das Siliziumtetrachlorid ist damit, wie eigentlich alle Säurechloride, ein gemischtes Säureanhydrid. Organische Derivate der Chlorsilane finden sich in der Gruppe der Organylsilane. Sie sind allgemein durch die Reaktion von elementarem Silizium mit Alkylchloriden zugänglich, wobei in der Regel komplexe Produktgemische entstehen. Diese enthalten mono-, di- und trialkylierte Chlorsilane, welche anschließend destillativ aufgetrennt werden können. Diese Produkte sind wiederum wichtige Ausgangsmaterialien für die Synthese von Silikonen, die ihnen beispielsweise als widerstandsfähige und häufig transparente Dichtungsmaterialien in Feuchträumen bekannt sind. Sie werden neuerdings auch immer häufiger für hitzebeständige Küchenutensilien verwendet. Strukturell handelt es sich bei Silikonen um anorganische Polymere aus Ketten von SiO-Einheiten, die zudem jeweils organische Seitengruppen, meist Methylgruppen, tragen. Die Herstellung erfolgt durch kontrollierte Hydrolyse der genannten Organosilylchloride. Hierbei bestimmt die Anzahl 1, 2 oder 3 der Chloratome an einem Siliziumatom darüber, ob die betreffende Gruppe als Endgruppe, Kettenverlängerung oder Verzweigungsstelle fungiert. Der Vernetzungsgrad und damit die physikalischen und mechanischen Eigenschaften der erhaltenen Silikone lassen sich so durch eine geschickte Kombination dieser Komponenten recht gut einstellen. Zusammenfassend haben Sie in diesem Video die Wasserstoff- und Halogenverbindungen des Siliziums kennengelernt. Versuchen Sie nun selbst einmal, die Eigenschaften und typische Reaktionen sowie Verwendungsmöglichkeiten der Verbindungen zu beschreiben und diese in einigen Beispielszenarien anzuwenden.